Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren richtig abgefahrenen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lukopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich euch mal wieder eine großartige Mod mitgebracht, denn heute schauen wir uns die Avatar-Mod an. Genau, eine Mod basierend auf der gleichnamigen Serie. Solltet ihr diese nicht mehr kennen, dann ist es wirklich gar kein Problem. Der eine oder andere dürfte noch ein Bild im Kopf haben. Das ist dieser komische Typ, der so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus einem Deo-Roller sowie einem Streifenhörnchen, welches zufällig in einem Farbeimer gefallen ist oder sowas. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Avatar, Herrscher der Elemente, so nennt sich die Serie. Und demnach haben wir die Möglichkeit, Herrscher der Elemente zu werden und ganz, ganz tolle, außergewöhnliche Effekte hier auszulösen. Wie zum Beispiel als Herrscher des Wassers haben wir die Möglichkeit, eine Welle zu erzeugen, mit denen wir ja Mobs in die Walachei schicken können. Ziemlich lustig, damit kann man auf jeden Fall den ein oder anderen Mitspieler so richtig trollen und demnach haben wir heute einiges zu begutachten, es ist wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Wie wird man denn nun zum Herrscher eines Elementes? Dazu brauchen wir sogenannte Schriftrollen. Wie bekommen wir diese Schriftrollen? Dazu müssen wir die Herrscher der jeweiligen Elemente bekämpfen. Das heißt zum Beispiel hier, Herrscher des der Luft, ne? Einfach mal hier hingesetzt. Da ist er auch schon. Vorhin hatte ich eigentlich ein Mädel gehabt. Ja, komm schon. Ich möchte... Ja, hier, guck mal hier mit grünen Augen. Na, wie geht es uns denn? Wenn wir diesen bekämpfen sollen, die können natürlich auch mit den Luftfähigkeiten angreifen, was ziemlich gefährlich wird. Das werden wir natürlich dann nachher nochmal etwas genauer begutachten. Aber sollten wir diese bekämpfen, können diese zum Beispiel eine Schriftrolle droppen. Wenn wir Glück haben, steht da auch ihre Nummer drauf. Ich glaube aber nicht. Ja, wenn wir drei der gleichen Schriftrollen gesammelt haben, dann passiert Folgendes. Dann können wir diese einfach zur Hand nehmen, mit einer Schriftrolle einen Rechtsklick ausführen. Dann sehen wir hier ein neues Interface mit drei Slots. Dort müssen diese reingepackt werden. Dann erscheint hier ein Knopf. Dort müssen wir draufdrücken und schon wurden wir beispielsweise zum Herrscher der Erde. Wir werden direkt mit ganz tollen Artworks begrüßt. Hier haben wir so ein paar, ja, hier haben wir ein paar Fähigkeiten zur Übersicht, sei es irgendwelche Blöcke, die wir durch die Gegend werfen können. Wirkt auf den ersten Anschein etwas unspektakulär, aber ganz im Gegenteil, die sind ziemlich stark und man kann die Effekte auch noch upgraden, das ist wirklich der Hammer. Wir können ein Erdbeben auslösen, wir können eine Erdwand erzeugen, um uns vor zum Beispiel Pfeilen zu schützen oder aber wir können Sachen abbauen und die Sachen werden wir uns demnach jetzt allesamt anschauen. Mit der Escape-Taste kommen wir wieder raus und wenn wir diese Ansicht nochmal aufrufen wollen, müssen wir die K-Taste betätigen. Mit der X-Taste haben wir nun die Möglichkeit, hier was ganz Cooles aufzurufen, einfach die X-Taste gedrückt gelassen und dann haben wir hier dieses, ja, dieses Rad hier. Und hier können wir die Fähigkeit auswählen, die wir auslösen wollen. Zum Beispiel hier Pick a Block und dann könnten wir theoretisch einen Block hochheben. Wir haben hier noch vier leere Fächer, die kommen demnächst. Derzeit haben wir vier Fähigkeiten pro Element. Demnächst soll das auf 8 erhöht werden, sodass wir insgesamt sage und schreibe 32 abgefahrene Fähigkeiten hier nutzen können. Ihr habt es schon gesehen, wir bekommen hier direkt erstmal eine Nachricht. You need to unlock that ability before you can use it. Das heißt, diese müssen wir erstmal unlocken. Das heißt, einfach mal K gedrückt. Und hier können wir einfach auf eine Fähigkeit drücken. Und jetzt bitte nicht erschrecken. Das sieht nämlich so ein bisschen aus, wie als würde man bei Mikado gerade die Stäbchen loslassen, sodass alle möglichen Elemente quer durch die Gegend fliegen. Und so sieht das Menü auch aus. Das wird wahrscheinlich demnächst gefixt. Das hier ist, wie gesagt, eine Alpha-Version. Und hier unten haben wir halt unser Inventar. Und hier können wir halt diese Fähigkeit aktivieren. Das ist voll funktionsfähig. Dazu brauchen wir allerdings noch ein paar Erdrollen. Einfach mal hier nochmal ausgewählt, die Erdrolle hier reingepackt, auf das Schloss gedrückt und schon haben wir diese Fähigkeit aktiviert und diese können wir jetzt nach Lust und Laune nutzen. Ganz toll gemacht, hier haben wir jetzt einen Levelstrang, einen Upgrade-Strang, hier können wir die ganze Fähigkeit noch verbessern. Das heißt, wir können zum Beispiel das so einrichten, dass wir diesen Block als Bumerang verwenden können. Das ist ziemlich spannend. Das heißt, wir werfen einen Erdblock und der kommt auch wieder zurück. Also kann er einen Mob treffen und fliegt dann wieder zurück. Also das ist wirklich ziemlich praktisch. Mal gucken, ob wir soweit
das Ganze hier leveln können. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Das ist sehr aufwendig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle möglichen Erdfähigkeiten hier aktivieren. Das geht binnen weniger Sekunden. Zack, zack, zerab. Und dann können wir diese jetzt nach Lust und Laune ausprobieren. Also einfach X gedrückt. Dann hier Pick-up-Block ausgewählt. Und schon ta-ta-ta-ta haben wir ganz einfach einen Block hochgehoben. Yay, guck mal, wie stark wir sind. Wir haben einen Erdblock, den wir hier vor uns her schweben lassen können. Der springt sogar mit uns. Was können wir mit diesem Erdblock machen? Wir können den ganz behutsam auf den Boden legen. Achtung. Oh, zack. Wirklich gar kein Problem. Oder aber wir können den durch die Gegend feuern. Guck mal hier zum Beispiel. Wir haben hier doch ein paar Kollegen, ne? Du Herrscher der Luft. Ist doch langweilig. Zack. Damit können wir quasi die Mobs abwerfen. Die Blöcke werden übrigens zerstört, egal wo ihr diese hinfeuert. Hier seht ihr die auch schon, die klatschen quasi gegen die Wand. Wir können das einfach nochmal probieren, indem wir jetzt einfach mal hier zum Beispiel eine Kuh versuchen zu treffen. Na, Kuh, komm her, zack. Und damit haben wir diese direkt mit einem Treffer versenkt. Ne? So ein bisschen wie Schiffe versenken, nur mit Kühen. Wir können auch Sand hochheben, kein Problem. Mit Sand funktioniert das auch. Einfach hingesetzt oder auch durch die Gegend gefeuert. Zack, zum Beispiel hier den Squid, den ich jetzt nicht getroffen habe. Oder aber auch ein Steinblock, ist auch gar kein Problem. Einfach mal hier rausgenommen. Zack, auch diesen können wir hier auf den Meeresgrund setzen, beziehungsweise der zerschellt ja an der Wand, also von daher. Der Modder hat sogar an einige Sachen gedacht. Das heißt, wir können kein Bedrock hochheben. Das wäre natürlich auch, ja, das wäre auch ein bisschen zu heftig. Und auch kein Obsidian. Also schwere Blöcke können wir grundsätzlich nicht anheben. Dann als nächstes haben wir die Möglichkeit, ein Erdbeben zu erzeugen. Gut, dazu brauche ich im echten Leben keine Fähigkeit. Das kann ich auch so, wenn ich durch die Gegend laufe. Dazu müssen wir aber ziemlich dicht am Mob stehen. Und das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, gerade bei einem Creeper. Also ich kuschel nicht so gerne mit Creepern. Ich weiß ja nicht, wie ihr, auf was ihr steht, aber das ist, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall wird hier demnach ein Knockback hinzugefügt, ne? Man kann das aber noch so upgraden, dass man theoretisch auch Blöcke zerstören kann. Wie funktioniert das mit dem Upgraden, wenn wir diverse Fähigkeiten ja eingesetzt haben? Dann seht ihr auch schon, bekommen wir ein paar Prozentpünktchen gut geschrieben. Derzeit bei Pickup im Block bei 20%. Sollten wir 100% erreicht haben, können wir über die K-Maske hier das zweite Level auswählen. Allerdings brauchen wir dazu eine weitere Erdschriftrolle in diesem Fall. Dann als nächstes, was haben wir noch? Haben wir hier eine Wand. Yay, können wir hier einen auf Donald Trump machen, ne? Können wir eine Wand direkt hochziehen. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich werde mal ganz kurz einen Skeleton hier nehmen. Und da können wir mal versuchen, ein paar Pfeile abzublocken, ne? Ha, so, jetzt habe ich die Wand hochgezogen und wir sehen, der Pfeil ist abgebreitet. Ich meine, wie geil ist das denn? Und wir können theoretisch auch durch diese Blöcke springen, das hat man vielleicht gesehen. Hat vielleicht den Vorteil, dass andere Mobs ja drumherum laufen müssen und wir können dann frontal oder heimlich hinterrücks diesen angreifen, indem wir durch die Mauer hüpfen, ne? Das ist ziemlich genial. So, ansonsten, wir können die Fähigkeiten natürlich nicht dauerhaft einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wand hier hochziehe, noch eine Wand, irgendwann bekommen wir die Meldung, dass wir nicht genügend Chi haben. Was es auch immer sein soll, um ehrlich zu sein, ich habe die Serie nicht wirklich geguckt. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall müssen wir einfach ein bisschen warten, bis sich das Ganze wieder aufgeladen hat, ne? Aber es ist wirklich ziemlich cool von der Animation her, oder? Was meint ihr? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann als nächstes im Gepäck haben wir noch die Möglichkeit, Blöcke abzubauen. Das ist jetzt auch eher so, ja, Kindergarten. Hier seht ihr es auch schon. Hier können wir zumindest die Blöcke bekommen wir demnach gut geschrieben. Die können wir ganz einfach einsammeln. Sollten wir das Ganze im kreativen Modus nutzen, dann verschwinden die Blöcke. Das sei an dieser Stelle ganz wichtig erwähnt. Wir können alles Mögliche abbauen, auch Stein. Hier seht ihr es auch schon. Allerdings kein Bedrock, ne? Da hat er auch der Modder dran gedacht. Ja, da hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Job gemacht. Auch Obsidian können wir demnach nicht abbauen. Sollten wir diese Fähigkeit upgraden? Oh, ich glaube, der Luftkopter hat uns bemerkt, ne? Ganz ehrlich, wenn ich den hier so ansehe, das erinnert mich immer an diesen einen Witz. Was heißt Glatze auf Arabisch? Da war Mahata. Okay, Entschuldigung. So, alles klärchen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ich hab's wieder vergessen. Hab ich jetzt hier alles erwähnt, hier mit dem Abbauen? Ich bin mir nicht... Achso, wenn wir das upgraden wollen, dann bekommen wir solche Fortune-Effekte und wir können noch mehr abbauen und ja. Also ihr solltet, wenn, dann auf jeden Fall die Effekte upgraden. Lang Rede, gar keinen Sinn. Das sind diese Erdgeschichten. Wirklich phänomenal. Ich feiere das. Dann geht es direkt weiter mit der Feuerfähigkeit. Allerdings muss ich dazu gestehen, das ist ein bisschen verbuggt. Ich würde die jetzt gerne erlernen, aber diese Maske blöppt nicht auf. Hierzu gibt es aber einen Kurzbefehl. Moment. Also es gibt tatsächlich einen Command, den wir erstmal nutzen müssen, damit wir die Fähigkeiten vergessen und wir können nicht zu mehreren Herrschern werden derzeit. Das wird aber wahrscheinlich im nächsten Update kommen. Also, der Command, um erstmal alle Fähigkeiten zu vergessen, ist nicht ApoRed.
Weil ich meine, wenn man ApoRed schaut, dann entleert sich das Hirn ja automatisch. Nein, das ist dieser hier. Slash Avatar Bending, da müssen wir Remove, zack. Da müssen wir den Namen des Spielers eintragen, in dem Fall Le Copa. Und da müssen wir ein All hier eintippen oder gegebenenfalls explizit die Fähigkeit. Auf Enter gedrückt und schon haben wir alles vergessen. Über denselben Command können wir auch alles erlernen, was ziemlich praktisch ist. Also nicht über die Schriftrollen können wir alles erlernen, aber über diesen Befehl, zack. Und schon sind wir jetzt zum Erdherrscher, Feuerherrscher, Wasserherrscher und Luftherrscher. Okay, Luftherrscher ist klar, bei meinem Luftkopf ist ja, ich meine, ist wurscht. So, demnach werden wir jetzt mal die Feuergeschichte ausprobieren. Jetzt einfach mal K gedrückt. Jetzt können wir unten das F auswählen. Auch hier haben wir wieder ziemlich coole Artworks. Als erstes probieren wir die Light-Fire-Geschichte aus. Einfach mal hier aktiviert, obwohl, komm, wir aktivieren erstmal direkt alle. Das sieht auch sehr interessant aus. Hier haben wir quasi so eine Art Feuerschweif oder so eine Feuerschlange, die wir generieren können. Haben wir so einen Flammenwerfer, den wir nutzen können. Oder hier einen Feuerball, der hier auf dem Bild sehr unspektakulär aussieht, weil das geht ja eher Richtung Vanilla-Feuerball, aber pfff. Nein, nein, das sieht ganz, ganz anders aus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der Herr des Feuers ist auf jeden Fall bereit, hier den ersten Zauberspruch hier auszuführen. Und zwar ist das diese Geschichte hier. Pick up a block. Nein, wir müssen natürlich erstmal die Fähigkeit wechseln mit der Z-Taste. Direkt Feuer hier ausgewählt. Damit können wir erstmal, wir müssen natürlich etwas, eine gewisse Entfernung aufweisen, können wir ein ganz nettes Feuerchen hier entfachen. Nice. Aber wie gesagt, als Herr des Feuers können wir auch brennen. Was ein bisschen merkwürdig ist, oder? Tada, das ist irgendwie ein bisschen, ja, das ist wirklich. Kannst du mich auspusten? Komm schon, ich bin wie eine Kerze. Was haben wir noch? Wir haben hier, oh, das ist mein Lieblingseffekt, Fire Arc, quasi so eine Art Feuerschlange, die wir hier mit der Maus navigieren können. Und das ist wirklich der Hammer. Achtung, Feuer, vorsichtig, vorsichtig, heiß und fertig. Und ja, das heißt, wir können tatsächlich zu Mobs rennen, zum Beispiel hier zu diesem Typen und dem direkt eine mit. Der hat mich weggepustet. Komm schon, der möchte das Feuer auspusten. Können wir ganz einfach hier, Achtung, zipp. Dem direkt eine mitgeben. Das ist schon ziemlich gemein. Alternativ können wir das Feuer auch direkt auf ihn schießen. Achtung, zack. Und dann fliegt quasi die... Moment, ich habe ihn nicht getroffen. Dann fliegt quasi die Flamme durch die Gegend. Und das ist unfassbar cool animiert. Achtung, zack. Da sieht man es nochmal. Blöpp. Und das ging voll ins Schwarze. Und demnach haben wir hier einen Mob abgeschossen. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ziemlich spannend, dass man hier quasi echt so eine Art Feuerschlange generieren kann und wie man diese steuert. Allerdings solltet ihr nicht mit diesem Ding rennen. Ansonsten passiert Folgendes. Zack, wir gehen auch wieder in Flammen auf. Wow, ey, ich bin so, ey, das ist so bescheuert. Wie kann man nur als Herr des Feuers so inkompetent sein? Dann geht es direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Art Flammenwurf hier auszuführen. Aktiviert. Und dann gehen wir direkt mal zur Kuh hier. Na, Kuh, alles klar bei dir? Weißt du was, Kuh? Ich habe so ein Sodbrennen. Dagegen hilft Milch, habe ich mir sagen lassen. Zack. Moment, falsche Taste. Nein. Ich. Och, komm schon. Mann, ich krieg's einfach nicht gebacken. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Apropos gebacken, ich hab's geschafft. Yay. Wie gesagt, die Herrscher, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, werden wir natürlich gleich im Survival-Modus besiegen. Ne? Das wird dann besonders spaßig. So, dann als nächstes haben wir noch einen Feuerball. Und Achtung, haltet euch fest, wenn ich diese Fähigkeit aktiviere. Zack. Da ist er auch schon. Sieht er nicht fantastisch aus? Oh, so schön, so schön. Einfach eine Wärmequelle mitgenommen. Gut, im Sommer ist das jetzt nicht allzu pralle. Ich glaube, jetzt sollte auf jeden Fall jemand mal den Feuermelder betätigen, denn jetzt wird es heiß. Achtung, zack. Und da seht ihr auch schon, ja, die Kühe fliegen heute tief. Ich glaube, es wird Regen geben. Damit können wir auf jeden Fall anscheinend nichts kaputt machen, aber sehr viele Flammen hier auf den Boden setzen. Und auch die Animation und die ganze Idee, das gefällt mir, das ist ganz, ganz toll gemacht. Ja, da wird es doch warm ums Herz, ne? Ja, 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 das ist toll, das ist toll. So, somit hätten wir eigentlich diese Fähigkeit abgehakt. Mit Z können wir, wie gesagt, hier die nächste Fähigkeit auslösen, obwohl das mit dem Luft würde ich gern zurückstellen. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsfähigkeiten, und zwar zur Wasser, zum Herrscher des Wassers. Diese müssen wir erstmal freischalten. Wir schauen uns natürlich erstmal die Artworks an. Auch hier haben wir wieder so eine Art Wasserschlange. Dann haben wir hier so eine Art Welle. Oh yeah, die ist richtig, richtig cool. Das habe ich vorhin getestet. Dann haben wir einen Wasserball. Ist nicht so, ja, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Und dann haben wir die Möglichkeit, über Wasser zu rennen. Ich würde an dieser Stelle gerne mal mit der Welle anfangen, weil die finde ich besonders lustig. Und zwar würde ich gerne mal hier ein paar Creeper hinsetzen. Zack, 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 zack.
zack, 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 zack ab. Und jetzt, Achtung, passt auf, können wir diese Welle auslösen und damit können wir Mobs, aber auch Mitspieler, in die Walachei schicken. Und das ist wirklich richtig lustig. Also einfach die Welle ausgeführt, so blöpp, und dann seht ihr sie auch schon. Und jetzt rast sie hier zu den Creepern und die werden bis ans Ende des Ufers, zumindest fast, super, das hat ja wunderbar funktioniert, als ich es getestet habe, sind die bis zum Ende gespült worden. Komm schon. Komm schon. Ja? Ja? Ja, jetzt, 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 jetzt. Wunderbar. Und damit, Alter, wie weit der Creeper geflogen ist. Ach du Schande. Und das stellt euch das mal bitte mit Mitspielern vor. Stellt euch vor, hier würde ein Mitspieler sitzen, ja, den ihr nicht mögt, ja. Und ich würde hier so eine Welle oder ihr würdet hier so eine Welle erzeugen. Der würde bis nach da hinten gespült, sofern er eine starke Ausrüstung hat, weil man ja auch ein paar Hitpoints abgezockt bekommt, ne. Aber das ist doch ziemlich spaßig, oder? Also selten sowas Tolles, Lustiges gesehen. Dann als nächstes im Gepäck haben wir eine Art Wasserschlange, direkt mal hier ausgeführt und plüpp, da kommt sie direkt zum Vorschein. Na, wo kommst du denn her? Möchte natürlich direkt raus. Ist ähnlich wie die Feuergeschichte, aber ich glaube nicht allzu stark. Wir können das direkt mal testen. Ich versuche jetzt einfach mal wieder die Wasserschlange durch den Creeper zu lotsen. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Ah, da passiert diesmal nichts. Dann mit einem Rechtsklick einfach mal gegengeschossen. Zack, oder mit einem Linksklick. Und er bekommt nur ein bisschen Schaden. Ja, also nicht wirklich, weiß ich nicht. Also da passiert nicht viel. Der andere ist ja zumindest in Flammen aufgegangen. Ja, eine weitere Geschichte, die nicht so gut ist, fast schon geschmacklos. Haha, wegen Wasser. Ist die Tatsache, dass wir diese Effekte nicht am Land aktivieren können. Zum Beispiel hier, ne, diese Wassergeschichte. Es muss immer irgendwo eine Pfütze rumliegen, damit wir hier zum Beispiel so eine Art Wasserschlange kreieren können, ne. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, guck mal, ich habe sogar einen Creeper getroffen. Wir können das Ding mal noch höher schießen. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus, ne, so ein kleines Wasserspiel. So, dann als nächstes haben wir noch einen weiteren Effekt, und zwar den sogenannten Water Bubble. So, einfach mal zur Hand genommen. Ja, sieht ziemlich lustig aus, wobbelt so ein bisschen durch die Gegend. Ich bin auch kein Fan von diesem Effekt. Wir können noch nicht mal hier mit irgendwie so einem Creeper-Schaden direkt hinzufügen. Wir müssen den direkt damit abschießen und es entsteht einfach nur so ein, ja, so ein kleiner Wassereffekt, ne? Damit kann man vielleicht, ja, Mobs ein wenig abtreiben, aber ansonsten, ja, ansonsten passiert da nicht viel, ne? Das ist quasi diese Wasserkugel, die natürlich auch nicht fehlen darf. Dann haben wir als nächstes eine weitere ziemlich spannende Geschichte, eben gerade schon angeteasert, und zwar können wir über Wasser laufen mit dem Water Skate. Richtig genial, direkt aktiviert, und dann seht ihr auch schon, können wir munter durch die Gegend düsen. Yay, das ist richtig genial. Die Frage ist natürlich, wie können wir stehen bleiben? Wenn wir langsam, wenn ich jetzt die S-Taste drücke und nach hinten gehen möchte, dann werden wir ein bisschen langsamer. Sollte ich springen, dann wird dieser Effekt, ja, geht dieser Effekt verloren. Wir nehmen zumindest noch einen kurzen Speed auf, aber dann können wir uns hier, ja, springen wir hier ins kühle Nasse. Obwohl, ich glaube, ich bin so heiß, mich kann man eigentlich gar nicht abkühlen. Das war quasi die Wassergeschichte. Dann geht's direkt weiter mit der Luftvariante. So, K gedrückt. Hier haben wir die Windgeschichten, Air Gas. Ich habe die vorhin mal getestet. Ich werde die jetzt einfach mal hier aktivieren. Dann haben wir hier noch, wie heißt das hier? Air Jump. Die finde ich nicht so gut, die Fähigkeit. Die muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Air Blade. Damit können wir messerscharfe Luftstöße durch die Gegend feuern. Ja, dazu brauche ich auch eigentlich keine spezielle Fähigkeit. Ich meine, da reicht ein Besuch beim Inder. Dann ist aber hier alles, ne? Egal. So. Und genau, einfach mit Z mal wieder hier die Fähigkeit gewechselt. Blub. Und dann können wir diese hier mal munter testen. So, Creeper, vom Winde verweht, direkt mal hier ausprobiert. Pam! Und damit können wir erstmal Mobs durch die Gegend wirbeln. Warum auch nicht, ne? Das ist ziemlich spaßig. Also einfach nur ein Knockback. Dann als nächstes haben wir den sogenannten Air Jump. Und ohne Mist, ich weiß ja nicht. Also wir können zwar durch die Gegend rennen und wenn ich jetzt die Leertaste drücke, werden wir kurz etwas schneller. Zip. Da seht ihr es auch schon. Ich dachte zuerst, man könnte vielleicht in der Luft ein wenig schweben. Das funktioniert aber nicht. Das seht ihr hier. Obwohl, Moment. Doch, es könnte vielleicht funktionieren. Wenn ich vielleicht hier springe. Jetzt vielleicht? Na, ja, ich weiß nicht. Ja, nee, irgendwie nicht, oder? Was meint ihr? Vielleicht habe ich die auch irgendwie. Vielleicht bin ich. Ich weiß nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier springen sollte, dann funktioniert, dann wird gar kein Effekt ausgelöst. Also der Effekt ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vielleicht fehlt da irgendwie ein Upgrade oder sowas. Dann als nächstes haben wir sogenannte Air Blades. Ja, das sind quasi, ja, Luftgeschosse. Man hat es vielleicht gesehen, dazu ändere ich mal die Ansicht. Solche kleinen Wirbelstürme sehen eigentlich ziemlich cool aus. Allerdings ist die Reichweite wirklich sehr, sehr gering. Dann als nächstes haben wir noch so eine Art Luftschutzbunker. Zack. Das ist dieses Ding hier. Sollte uns jetzt irgendwer angreifen, dann können wir das so ein bisschen verteidigen. Beziehungsweise wir können auch ein bisschen höher springen. Ja, das ist quasi hier dieser
luftige Raum, ne? So, das war aber wie gesagt noch längst nicht alles. Jetzt wird es richtig zur Sache gehen. Dazu muss ich mich aber aufrüsten, denn jetzt werden wir die Herrscher versuchen zu bekämpfen. Oh yeah, das wird sicherlich jetzt besonders spaßig. Als erstes, am besten fangen wir erstmal mit diesem Wasserherrscher an, weil der hat vorhin nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich werde ihn hier, ja, ich weiß nicht, der kann mal den Sehtest machen. So, einfach in ein Wasser. Ins Wasser gesetzt, nein! So, ich werde ihm direkt mal einen mitgeben. Und ihr seht schon, dass der nicht wirklich, der hat einfach nichts drauf. Der kann einfach, der kann wirklich nichts. Also der hat keine Attacken, die er irgendwie auslösen kann. Wir machen, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit diesem Feuerfritzen an. Da ist er auch schon. Zack. Ja. Und der, ja, guck mal hier. Da haben wir ihn auch schon. Schießt Feuer. Wow! Schießt Feuerbälle. Okay. Komm schon. Super. Der Feuerherrscher steht in Flammen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, also das ist ganz, ganz toll. Das macht's echt super. Der Herrscher der Flammen. Zack. So. Dann als nächstes haben wir den, hier den Airbender. Zack, da ist er auch schon. Wow, guck mal hier. Hunger auf ein Steak. Okay, ich hab's verstanden, die will nichts von mir, warum denn nicht? Jetzt sei doch nicht so stürmisch. Kann ich auch wegstoßen? Da, guck. Kann ich auch. Ganz ehrlich, wie schafft ihr mich mit diesem kleinen Windchen hochzuheben? Also bei meinem Gewicht. So, ha, bekämpft. So, in your face. So, dann haben wir noch einen Pinguin. Warum auch nicht? Wie gesagt, ich kenne die Serie leider nicht. Ich werde ihn einfach mal, huch. Alter, ist das schnell. Sind Pinguine echt so schnell? Bleib stehen. Ha, und der droppt einen Fisch. Mag ich nicht. Und dann haben wir noch zum Schluss, last but not least, einen Flying Bison. Das ist dieses Ding hier. Ein Bison, der fliegen kann. Ist richtig. Ist richtig. Ist natürlich, ist klar, ne? Schon mal was von Physik gehört oder sowas? Hallo? Der ist, glaube ich, im kreativen Modus oder so. Komm schon. Ha! Noch eine wichtige Info muss ich loswerden. Also wie gesagt, wir haben pro Element halt 4 Fähigkeiten. Demnächst kommen noch weitere hinzu. Und ich würde diese Mod gerne auf meinem Kanal demnächst nochmal vorstellen, wenn alle Fähigkeiten verfügbar sind. Und auch dann werden wir uns die ganzen Upgrades anschauen. Ich hoffe, ihr seid dann zufrieden mit diesem Deal. Aber wie gesagt, die Mod ist ziemlich cool. Ihr solltet die euch auf jeden Fall herunterladen. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder herzlichst für eure großartige Unterstützung. Eine weitere tolle Mod findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Die wohl beste Küchenmod. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist wirklich herrlich. Genau. Ansonsten war es das von mir. Das war der Lokopa. Bis zur nächsten Modifikation. Bis dann und ciao.